gehe mit meinem Baby-Elefanten. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, zur Fête Blanche, zur Milchgala in der Woche der Salzburger Landwirtschaft. Ich lasse Sie als erstes etwas raten. Hier vor mir stehen zwei Gläser Milch. Beim einen steht ein Literpreis von 99 Cent, beim anderen steht ein Literpreis von 4 Euro. Was glauben Sie, heißt das? Herr Wörle, wir zwar haben vorhin miteinander telefoniert. Mich zu verraten ist nicht nett. Ja, es ist so. Man muss sich jetzt einfach einmal überlegen, die Milch, die wir unseren Haustieren geben, kostet viermal so viel wie die Milch, die wir selber trinken. Eigentlich eine recht lustige Geschichte. Darüber werden wir heute noch zu diskutieren haben. Ich bin in den letzten Tagen sehr oft gefragt worden, macht ihr diese Veranstaltung wirklich? Corona. Ja. Warum machen wir diese Veranstaltung? Wir sind der Meinung, dass das persönliche Gespräch, der persönliche Austausch niemals virtuelle Konferenzen ersetzen kann, beziehungsweise umgekehrt. Wir hier im Hefterhof tun alles für Ihre Sicherheit. Das heißt, das gesamte Hefterhof-Team, nicht nur die Servicekräfte, das gesamte Hefterhof-Team wird jede Woche getestet. Wir haben ein spezielles Desinfektionsgerät, mit dem jeder Raum zweimal am Tag desinfiziert wird. Wir haben viel Platz, wir können Abstand halten. Und wir tragen unsere Masken. Also wenn Sie wo sicher sind, dann bei uns im Hefterhof. Wenn Sie sich auch noch an die Corona-Regeln halten, dann werden wir alle gesund bleiben. Ich bin wirklich froh, dass so viele Menschen unserer Einladung gefolgt sind, denn ich bin wirklich der Überzeugung, gerade in Zeiten wie diesen muss man auch ein Zeichen setzen, dass bei aller Vorsicht und bei allem Gefährlichkeit, die dieses Virus hat, auch Veranstaltungen möglich sind und vor allem Veranstaltungen, die ja auch ein wichtiges Thema haben. Ich setze jetzt mal meinen Babyelefanten daher und werde Ihnen die Personen vorstellen, die mit mir gemeinsam auf der Bühne über das Thema Milch, Lebensmittel aus Milch, diskutieren werden. Wenn man so Schlagwörter hört wie komfortable Unterbringung, liebevolle Betreuung, würde man als erstes an ein nettes Hotel denken. Nein, damit Sie in den Genuss dieser komfortablen Unterbringung und in den Genuss dieser liebevollen Behandlung kommen, müssten Sie eine Kuh sein. Nämlich eine Kuh bei der Elisabeth Gruber. Liebe Elisabeth, komm bitte vor. Sie ist Direktvermarkterin vom Gut Grub und Schiedstein und wird heute einer unserer Gäste sein. Ein studierter Philosoph und Kommunikationswissenschaftler befindet sich heute auch bei uns. Und jetzt könnte man meinen, ja, was hat das mit dem Thema Milch zu tun? Naja, es geht um die Mensch-Natur-Beziehung. Was er allerdings damit meint, dass die Menschen den Fortschrittsoptimismus verloren haben, das muss er uns dann noch selbst erklären. Bitte begrüßen Sie mit mir Christian Dürnberger, er ist Tierethiker. Eine Dame, die sehr genau weiß, was es heißt, sich gesund zu ernähren, die auch sämtliche Ernährungsmythen aufklären kann und auch ein bisschen für das körperliche Wohl ihrer Kunden zuständig ist, ist die Maria Anna Benedikt. Sie ist Diätologin und Gastrosophin. Herzlich willkommen. Applaus
Er ist Aufsichtsratsvorsitzender. Das klingt ganz wichtig, ist es natürlich auch. Er hat aber auch selbst eine Alm. Für ihn sind Innovationen etwas Wesentliches. Und was er genau damit meint, wird uns der Frank Buchner, Aufsichtsrat der Winzgau-Milch, selbst erklären. Bitte auf die Bühne. Ein Aufsichtsrat kommt selten alleine. Wir haben noch einen Aufsichtsrat, und zwar den Aufsichtsrat der Salzburg-Milch. Und er ist aber auch der Obmann der Alpenmilch. Genossenschaft, damit ich das ja richtig sage und nicht Schimpf kriege. Lieber Robert Leitner, komm bitte zu uns auf die Bühne. Ja, und dann haben wir einen heute Abend hier, der auf der Homepage ganz groß oben hat: Jeder kann eine Rettungsinsel sein. Das klingt sehr interessant. Eines seiner Prinzipien ist das Handschlagprinzip, etwas, was es in der heutigen Geschäftswelt vielleicht nicht mehr ganz so oft gibt. Lieber Gerhard Wörle, bitte auf die Bühne. Ja, und dann gibt es da noch, neben zwei Aufsichtsräten, gibt es auch noch einen Präsidenten. Er ist unser Präsident, er ist der Präsident der Landwirtschaftskammer Salzburg. Wo ist der Rupert Quemberger? Kommst du bitte nach vorne? Und Sie sind alle brav, gell? Maske kommt erst auf der Bühne ab, gell? Wie angeschafft. Den Elefanten lassen wir da. Wir haben sogar drei Baby-Elefanten so als Erinnerung, damit es ja keiner vergisst. Wir haben halt alle Elefanten ausgepackt, die wir gefunden haben. Ich würde die Runde gerne mit einer Frage beginnen, weil sie manchmal schon ein bisschen in die Richtung deutet, wie Menschen ticken. Wenn ich das Wort Milch sage, dann hätte ich jetzt gerne von jedem drei Worte, die er mit Milch verbindet. Und wir fangen gleich bei der lieben Elisabeth an. Grüß Gott nochmal. Weiß, nahrhaft, vielfältig. Lebensmittel, hoffentlich Tierwohl, Heimat. Wichtiges Lebensmittel, rote Backen und gesund. Lebensmittel, Genussmittel, darf man nicht vergessen. Und vor allem Kulturgut. Vieles ist schon gesagt, aber ich kann Genussmittel, vor allem die erste Nahrung, die jeder Mensch wahrscheinlich zu sich nimmt. Und das dritte und wichtigste für mich fast überhaupt, direkt mit Landwirtschaft verbunden. Man müsste draufdrücken auf das rote Knopferl. Genau. Genuss, gesund, genial. Drei Wörter. Genial. Die Basis für Käse natürlich wichtig. Viel Kalzium und viele Vitamine. Funktioniert das? Das funktioniert. Liebe Frau Benedikt, Gesundheit. In einer Zeit wie dieser ist Gesundheit so ziemlich das, was jeder will, was niemand kaufen kann und wo es ja sehr viele Mythen rund um dieses Thema geht. Die einen sagen, Milch ist gesund, die anderen sagen bloß nicht. Was ist denn die fachlich richtige Meinung einer Diätologin zum Thema Milch? Also man kann das also mal von zwei Seiten sehen. Erstens einmal, wir haben das Kulturgut schon gehört heute und in unserer Ernährung hat im Alter, im Erwachsenenalter immer die Milch schon dazugehört. Das war immer schon ein ganz ein wichtiges Lebensmittel und das Wichtigste
Lebensmittel, das uns Eiweiß geliefert hat. Fleisch war also eher immer zurückhaltend, hat man das genommen, aber Milch war eigentlich immer da. Und Milch ist kein Getränk, sondern ein Lebensmittel, das man also auch essen sollte. Und die alten Pinzgauer und Bongauer haben immer gesagt, Milch tut man nicht trinken, sondern löffeln. Und es ist immer die Schüssel Milch am Tisch gestanden und jeder hat herausgelöffelt. Also das ist einmal das Erste. Und wenn ich es heute von unserer Ernährung sehe, dann muss man also auch sagen, es ist immer noch ein sehr, sehr wichtiges Produkt, das also als wichtiger Baustoff unseres Körpers also dient, weil es also dieses viele Eiweiß hat. Auch das Kalzium für unseren Knochenaufbau ist es ganz wichtig, nicht zu vergessen für unsere Zähne. Also und für uns Erwachsene zum Beispiel, dass wir genügend Kalzium noch auch im Alter zu uns nehmen können, dass wir also geschützt sind von der Osteoporose. Also das ist also ganz wichtig und da spielt besonders nicht nur die Milch, sondern also die Milchprodukte eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel der Käse. Was wir von der Ernährung heute wissen, ist besonders auch, dass wir immer mehr wieder gedenken daran, an die gesäuerten Milchprodukte, weil besonders der Darm heute ein sehr wichtiges Thema wird und wir also auch, ich mache 40 Jahre schon meinen Job und ich muss sagen, die letzten 20 Jahren wird es immer mehr, dass die Menschen also Darmprobleme haben und da spielt die Milch also auch eine sehr, sehr wichtige Rolle in gesäuerter Form. Und das ist also, auf das wir heute in der Diätetik sehr großen Wert legen, zum Beispiel Joghurt, Buttermilch, Sauermilch, die gehören einfach in unsere Ernährung dazu. Also wenn ich jetzt erzähle, dass ich mit doch schon ein paar Jahren Alter noch kein einziges Loch in meinen Zähnen habe, noch keine Füllung und als Kind sehr, sehr viel Milch, damals wirklich getrunken, muss ich ehrlicherweise zugeben, aber auch Milchprodukte gegessen habe. Meine Oma hat immer gesagt, brav, wenigstens hast du gute Zähne. Also zumindest wissen wir das schon einmal, Milch, die richtige Milch, auf die kommen wir noch, hat einfach was Gutes für unsere Gesundheit getan. Ja, und sie spielt einfach einen Teil mit. Wenn Sie jetzt die Zähne ansprechen, natürlich spielen auch andere Lebensmittel eine Rolle, aber das Rundherum ist dann ganz wichtig. Und wenn man das also sagt, zweimal weiß und einmal gelb, dann hätte man die richtige Menge zu sich genommen. Zweimal weiß heißt also zweimal ein Milchprodukt in Form von Milch, Joghurt, Buttermilch und so weiter, ein Glas zum Beispiel. Und wenn wir so ungefähr 3 bis 4 Scheiben Käse essen, Schnittkäse, dann würden wir das ganz gut decken. Das heißt, lieber Herr Wörle, wir werden den Käse auf unsere Liste der gesunden und tageswichtigen Lebensmittel setzen, dann haben Sie auch eine große Freude damit, gell? Ja, das ist mir ganz wichtig. Als Tierethiker, das ist ja ein spannendes Feld, weil wie wir miteinander telefoniert haben, ging ich noch davon aus, Tierwohl ist eigentlich das gleiche wie Tierschutz. Du, lieber Christian, hast mich da eines Besseren belehrt. Was macht für dich den Unterschied Tierwohl, Tierschutz aus? Ja, damit sind wir bei der Frage der Ethik. Die Ethik stellt die Frage, was dürfen wir tun? Also gibt es moralische Grenzen im Umgang mit Kühen beispielsweise, mit Tieren, oder darf ich mit einem Tier alles machen, was ich möchte? Dazu finden Sie viele verschiedene Antworten in der Ideengeschichte. Und die Frage nach der Tierethik ist eine ganz junge. 2000 Jahre spielt das keine Rolle, keine große. Ich fasse es mal ganz grob zusammen. Da gibt es mehrere Positionen und da wird hoffentlich klar, was Tierschutz von Tierwohl unterscheidet. Wir können jetzt sagen, eine Kuh ist ein Gegenstand. Wenn diese Kuh Ihnen gehört, können Sie mit der Kuh machen, was Sie wollen. Ja? Ich nehme mal an, dass viele von Ihnen sich denken, das ist nicht ganz richtig. Das widerspricht wahrscheinlich Ihrer moralischen Intuition, dass eine Kuh eben kein Ding ist. Und die Wissenschaft sagt uns auch, also eine Kuh ist definitiv kein Gegenstand. Sondern, da kommt die nächste Position, wir gehen davon aus, dass Tiere, so wie Menschen, wirklich Schmerz empfinden können. Das sind Kreaturen, die leidensfähig sind. Die tun nicht so. Und ich sage das deswegen dazu, weil vor 200 Jahren haben viele Wissenschaftler noch gedacht, die spielen das nur vor, das ist so ein Mechanismus, aber die empfinden nicht wirklich Schmerzen. Die klügsten Köpfe der Zeit haben das noch behauptet, vor mehreren 100 Jahren.
Also, wir gehen davon aus, Tiere, Kühe in unserem Fall heute, empfinden wirklich Schmerzen. Wenn das so ist, ist der ethische Imperativ, also das, was wir machen müssen, sehr einfach. Nicht? Weil dann wird man sagen, man darf Tiere nicht quälen. Wir schauen, dass die Tiere gesund sind, dass denen nichts wehtut. Das ist die klassische Position des Tierschutzes. Wir versuchen, Tiere vor Schmerzen zu schützen. Was jetzt im 20. und 21. Jahrhundert meiner Meinung nach passiert ist, dass viele, viele Menschen sagen, ja, genügt denn das? Wenn ich Sie jetzt frage, haben Sie ein gutes Leben? Und Sie sagen, Herr Dürnberger, ich habe gerade keine akuten Schmerzen. Dann merke ich, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist, was ein gutes, gelingendes Leben ausmachen könnte. Und genau dieser Gedanke wird auf den Umgang mit Tieren übertragen, dass man sagt, ja klar, idealerweise hat unsere Kuh nicht ständig Schmerzen, wenn sie im Stall ist, aber zum guten Leben von einem Tier gehört vielleicht mehr dazu. Nicht? Also kommt es mit Artgenossen zusammen, wie lange hat es das Kälberl bei sich, etc. Und was wir sehen, ich möchte nicht vorschreiben, was richtig ist und was nicht. Nicht? Ich finde, das ist die Aufgabe von jedem, dass er selbstständig darüber nachdenkt. Aber was wir in der Gesellschaft sehen, ist, dass es immer mehr Menschen gibt, denen Tierschutz nicht genügt. Ich komme aus Debatten, da ist Tierschutz ein Schimpfwort. Das ist ja bloß ein Tierschützer. Du bist im 19., 18. Jahrhundert hängen geblieben, du möchtest Kühe nur beschützen vor Schmerzen, aber es geht doch darum, dass eine Kuh de facto, ich weiß, es klingt pathetisch, ein gutes, gelingendes Leben führt. Und diese zweite Position wird zusammengefasst mit Tierwohl. Mit all der Schwierigkeit, verstehen Sie mich nicht falsch, dass wir nicht genau definieren können, was ist Tierwohl. Aber Tierwohl meint wesentlich mehr als Tierschutz, nämlich es geht nicht nur um Leidvermeidung, sondern der Kuh soll es irgendwie gut gehen. Da sind wir beim Stichwort, liebe Elisabeth. Deinen Kühen geht's gut. Und wenn man jetzt sagt, was ist denn das Wichtige an dieser Beziehung zwischen Tier und Mensch? Du hast mir erzählt, dich ärgert das ein bisschen, dieser Unterschied zwischen Nutztier und Haustier. Wir sehen es da, wir geben 4 Euro für einen Liter Milch für eine Katze aus und selber trinkt man die 99 Cent Milch. Wie gehst du als Landwirtin, als Direktvermarkterin an dieses Thema heran? Ich bin seit 1994 Bayerin, ich gehe selber in den Stall, ich darf selber melken. Und bei uns haben die ganzen Kälber von klein auf und die genommen. Wenn die auf die Welt kommen und die Mutter ist die Annika, dann kriegt das Kälber noch mit A, dass ich es genau zuordnen kann. Und wenn das Kälber dann im Kälberstall ist, dann bemühe ich mich, dass ich jeden Tag mindestens 1, 2, 3 Mal hingehe, streiche, ein bisschen batzen. Ich sage aber so, wenn du da das Kälber riechst, so hast du auch die Kalm und so hast du auch die Kuh. Und die Kuh dann, also wenn das Kälber dann größer wird, zulassen wird, ein Kälber kriegt, und die Milchstunde reinkommt und die hat ein Vertrauen zu mir, die wird fast nie erschlagen. Die kennt mich, die hat ein Vertrauen, die geht fast allein rein. Und das, glaube ich, ist so wichtig. Und da ist mir ganz wichtig, wenn ich auch sagen darf, wir haben einen neuen Laufstall gebaut, 2016, mit allen Kuhkomfort, wie du schon gesagt hast. Gell? Aber, und da kommt jetzt das Aber. Ich darf nicht sagen, dass dafür eine Anbindehaltung schlechter ist, wenn ich mich richtig um das Tier bemühe. Also da kann man nicht differenzieren. Also ich muss immer sagen, ich muss immer das Gesamtbild anschauen. Und mir persönlich ist es einfach ganz wichtig, wie der neben mir schon gesagt hat, Christian, glaube ich, gell? Dass ganz wichtig ist, wie man mit dem Tier umgeht. Wenn man das Tier anschaut, ich komme in der Früh in den Stall und die schaut mich schon komisch an, dann weiß ich, hoppala, da hat es was, da muss ich jetzt aufpassen. Wenn es hinkt, dann muss ich schauen, was ist da. Und ich muss sagen, das haben wir sicher, wir Bauern, die letzten Jahrzehnte, die letzten Jahrhunderte so machen müssen, weil sonst wären wir untergegangen, weil die Kuh und die Tiere sind ja unser Kapital. Wenn es dem Tier schlecht geht, der Kuh schlecht geht, die gibt keine Milch und wir Bauern haben kein Einkommen, das muss man schon einmal sagen. Und das, glaube ich, also ich hoffe für mich, dass die Bauern alle so denken, also ist das ganz, ganz wichtig, dass die Tiere gut geht. Und da bemühe ich mich. Und ich stehe auch in der Nacht auf, mein Mann genauso, meine Kinder genauso, wo wir sehen, es ist im Stall irgendwas, wir haben Kameras oben, wir fahren noch hin, wir schauen noch. Big Mama is watching you. Bitte? Big Mama is watching you. Du genau. Siehst, wenn es deine Tiere nicht gut geht. Always, every time. Always and every time. Aber wenn ein Liter Milch über einen Euro kostet, schreit da jeder, boah, das ist ja alles ein Wahnsinn. Wie siehst du diese Prägung bei den Kunden, dieses Verständnis für Preis, beziehungsweise dieses Verständnis für Wert und Wertigkeit?
Ich glaube, dass die Milch und Milchprodukte zu der Kategorie an Produkten zählen, die, was man heute einfach bewusst günstig im Laden halten will, ich sage es einmal so, damit entsprechendes Kapital noch da ist für alle anderen Annehmlichkeiten, die was wir brauchen oder nicht brauchen. Weil ich glaube, es weiß jeder ungefähr, 70 Liter Trinkmilch circa braucht Österreicher im Schnitt vom Jahr. 10 Cent war da eine marginäre Summe, aber das neue ist die Handy, es wurscht, wenn es 1200 kostet statt 300, da macht, sag ich mal, die machen die Schmerzen beim Geld ausgeben nicht unbedingt die Welt aus. 10 Cent mehr Preis bei der Milch macht aber für den Bauern einen riesen Unterschied, wo man sieht, dass eine unter Anführungszeichen normale, gentechnikfreie Milch unter besten Voraussetzungen hergestellt, nur ca. 40 Cent erlöst und beste Biomilch 50 und Heumilch maximal 55 bis 60 Cent. Und ein Riesenthema für mich ist aber das, es war ein springender Punkt, 95 der EU-Beitritt, wo wir in den großen europäischen Markt gestoßen sind. Und wir haben damals Heumilch geliefert, Silo-Verzichtsmilch hat sie damals geheißen, und haben damals einen Milchpreis gehabt von 7,05 Schilling. Und wenn man das jetzt auch aufrechnet mit einem Preisindex, nachher waren wir jenseits von der Euro-Marke, was der Erzeuger kriegen müssen. Und wir sind aber eigentlich leider Gottes bestensfalls unter großen Auflagen stehen geblieben. Und eher sind wir zurückgefallen. Und wenn man sich diese Indexes anschaut, was die Betriebsmittel, was der Verbraucherpreisindex in der Zeit sich entwickelt hat und was diese Produktpreise sich entwickelt haben, nachher ist da einfach ein riesengroßes Loch. Und nachher stört mich das richtig, wenn heute die Bauern vorgeworfen werden, dass sie Masse produzieren, dass sie Menge produzieren. Erstens mal, in unserem geliebten Salzburger Land, glaube ich, brauchen wir von Mengen noch gar nicht reden, weil bei dieser kleinen Struktur, da ist ein Wachsen, vielleicht eine Aufstockung um 10 Kühe, wenn man im europäischen großen Konzert nachfragt, nachher gibt es keinen Spiegel mehr, wie es früher gewesen war, sprich von 200 auf 400 Kühe, sondern da wird von 200 auf 1500 Kühe und mehr aufgestockt. Also glaube ich, ist das Wachstum bei uns noch immer marginär, aber trotz allem haben die Bauern seit 25 Jahren die zusätzlichen Ausgaben nur einfach durch mehr Produktion ausgleichen können. Aber da muss ich jetzt kurz einhaken, wir müssen ein bisschen kürzer werden in den Antworten, weil sonst halten wir die Sperrstunde um 22 Uhr nicht ein und ich will mir ja nicht mit meinem Namenskollegen und Vizekanzler Kogler einen Ärger einfangen, der war nämlich da bei uns im Haus und ich habe gestritten mit ihm, also ich darf mir nichts mehr erlauben, wir müssen um 22 Uhr Schluss machen. Christian, ist der Druck der Konsumenten noch nicht stark genug, beziehungsweise hat man eine offizielle Meinung zum Milchpreis und kauft dann trotzdem die billige Milch? Wie schaut das aus? Ich meine, es ist schwierig, über die Gesellschaft zu reden, weil es gibt natürlich ganz, ganz viele verschiedene Gruppen. Aber natürlich grundsätzlich haben wir die Dynamik, glaube ich, dass die meisten Menschen wissen, was die sozial erwünschte Antwort ist, wenn wir sie fragen, worauf achtest du beim Einkaufen? Also anders formuliert, stellen Sie sich den dümmsten Österreicher vor, den Sie kennen, und ich hoffe, er sitzt nicht neben Ihnen. Wenn wir den fragen, worauf achtest du beim Milcheinkauf, wie wichtig ist dir Tierwohl und Klimaschutz, dann weiß jeder Mensch mittlerweile, was sozial erwünscht. Die Antwort ist nämlich zu sagen, es ist mir extrem wichtig. Und die Amerikaner nennen das Citizen-Consumer Gap, also eine Kluft zwischen Konsument und Bürger. Als Bürger sage ich, bitte mehr Tierwohl, bitte mehr Klimaschutz, aber als Konsument an der Kasse sind mir dann andere Dinge wie das neueste iPhone irgendwie wichtiger. Also diese Dynamik gibt es sicherlich und mir ist da eines wichtig, dass wir nicht sagen, die Menschen da draußen sind irgendwie moralisch schizophren, sie sind es genauso und ich bin es genauso. Also nicht, dass sie glauben, wir wären irgendwo moralische Säulenheilige. Und ich habe überhaupt kein Problem mit Menschen, die das irgendwie bestimmte Werte haben und manchmal scheitern daran, diese Werte einzuhalten, solange sie nicht so tun, als wären sie moralische Säulenheilige und dann zum Beispiel den Bauern gegenüber sagen, ja, so kannst du es nicht machen. Weil klar, wo kein Handlungsspielraum ist und die meisten Bauern haben wenig Handlungsspielraum, da kann man nicht das moralisch Großartige von jedem erwarten. Also ich glaube, es gibt die Tendenz in der Gesellschaft zu sagen, mehr Tierwohl, mehr Klima, aber die Leute geben dann kein Geld dafür aus und damit habe ich auch
jegliche Kritik eigentlich verwirkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir dürfen nicht darauf warten, dass die Menschen moralisch tugendhafter werden. Das wären wir nicht. Wir müssen von oben auch kommen. Wir müssen politische Rahmenbedingungen schaffen, dass es uns leichter fällt, mehr für Tierwohl zu tun und die Bauern trotzdem oder sogar besser als bisher davon leben können. Herr Wörle, Sie leben im Grunde genommen von den guten Beziehungen zu Ihren Milchbauern, die Ihnen die Milch liefern, für Ihren guten Käse. Sie haben auf Ihrer Homepage ganz prominent die Prinzipien aufgeführt. Und eines dieser Prinzipien, das ich mir da herausgenommen habe, weil ich es einfach so wahnsinnig wichtig finde, ist die Handschlagqualität. Da sind Sie schon noch ein bisschen ein Dinosaurier, weil so wirklich Handschlagqualität, ist die wirklich noch gegeben? Oder sagen Sie, wir haben sie für uns entdeckt und bei uns ist sie Grundsatz unseres Erfolgs? Schauen Sie, ich bin... Das darf ich auf den Schoß nehmen, auf den Schoß nehmen. Wunderbar. Ich bin ja schon ein altes Eisen, ich bin 77 und arbeite seit 1961 im Unternehmen, also knapp 60 Jahre. Jetzt bin ich im 60. Berufslebensjahr. Vierte Generation, unsere Firma ist 130 Jahre alt und ist irgendwie natürlich durch die Jahrzehnte schon geprägt, gerade von so einer nicht nur Aussage, sondern wir versuchen das auch so zu leben, weil es ist einfach notwendig, die Moral des Menschen, die ja meines Erachtens immer weiter nach hinten sich bewegt, dass man die nach vorne schiebt und schaut, dass man sich so benimmt, dass man eben mit einem Partner, und das sind bei uns die Bauern, auf Augenhöhe da sich begegnet, Dinge zusagt und die Dinge auch hält. Und wenn man die Dinge nicht halten kann, dann muss man sich hinstellen und muss sagen, aus dem und dem Grund kann ich jetzt nicht und sie nicht bei der Hintertür hinausschleichen. Also das ist ein Prinzip, das wir von Jugend an, also auch von den Eltern her und den Großeltern her, also mitgegeben, uns das mitgegeben wurde und wir versuchen das der nächsten Generation, also 5, auch so weiterzugeben. Und ich glaube, dass das mit auch ein Erfolg von uns ist, weil wir ein großer Michel sind und schauen, dass wir das auch so umsetzen und draußen kommt das auch entsprechend an. Lieber Robert, es ist ja nicht immer ganz so leicht. Wie vieles unterliegt ja auch Ernährung, Lebensmittel, das unterliegt ja gewissen Trends. Wie wichtig ist denn dieser Balanceakt zwischen, wir haben unsere Tradition, wir haben unsere traditionellen Produkte und der Innovation auf der anderen Seite? Naja, die Salzburgmilch, wo ich jetzt aktiv bin, nebenbei auch als Bauer ein bisschen, oder eigentlich meine Frau, so fair muss ich sein, ist ein Vollsortimenter. Da trifft es genau das zu, was Sie sagen. Wir produzieren von der Trinkmilch bis zum Käse, bis hin zu den Mischgetränken, alles. Ja, über 600 Artikel. Und da gibt es jetzt das, was der Konsument erwartet, dass die Milch täglich liefert, was der Christian Dürnberger so schön formuliert, das immer im Preisfokus steht, das ist so, ja, weil es auch in Vielzahl und in großen Mengen vorhanden ist und in einer Unüberschaubarkeit für den Konsumenten, dass er nur den Preis als Orientierungspunkt hat. Ich glaube, das ist nämlich der Hauptpunkt. An einem Milchregal könnte ein Mann verzweifeln, weil er keine Ahnung hat, was er nehmen sollte. Ja. So ehrlich ist das zu sehen. Und dann gibt es halt die Produkte, die sich ständig drehen. Da hat es einmal die Zeit gegeben, weg mit dem Fett. Kann ich mich noch ganz gut erinnern, weg mit dem Fett. Bis alle Leute gemerkt haben, wenn das Fett weg ist, dann schmeckt es irgendwie nicht. Ja? Egal ob Käse oder Milchprodukte, es schmeckt nicht. Diese Trends gibt es und da muss man in einem Geschäft wie der Milchbranche sehr flexibel sein und schnell. Und Trends, wenn möglich, vorzeitig erkennen. Und einer dieser Trends, der, glaube ich, aber auch nicht nur Trend ist, sondern der gekommen ist, um zu bleiben, ist das Thema Tierwohl, Tiergesundheit und die Ethik dahinter. Ich bin da ganz der Meinung, und wir haben uns schon öfter darüber unterhalten, das ist ganz entscheidend, weil die Bauern machen das.
die, ich weiß jetzt den Namen nicht, die Elisabeth, die hat auch das gesagt, sie hofft, dass das alle Bauern tun. Also wir wissen aus unserem Tiergesundheitsprogramm, dass das 99,9% zu machen. Dann gibt es meistens soziale Härtefälle, aber das Kapital sind die Kühe und mir tut es im Herzen weh, wenn ich ein krankes Kalb habe, aber das kommt vor, so wie die Menschen nicht alle gesund sind. Also Innovation im Produktbereich ist genauso wichtig wie in dem, wie man unsere Marken transportieren, wie wir unseren Verkauf transportieren. Wir müssen unbedingt mit der Zeit gehen. Das 21. Jahrhundert hat eben andere Präferenzen als wie das 20. oder gar weiter zurück. Zurückblicken hilft uns nicht. Und wenn man gerade bei diesen, also falls sich wer wundert, warum ich da immer so ein bisschen umeinander wische, wir werden ja live übertragen, es gibt ja einen Livestream und es können auch Fragen gestellt werden. Und eine Frage, die mich ja auch brennend interessiert, liebe Frau Benedikt, was halten denn Sie von diesen ganzen Milchersatzprodukten? Also es gibt ja eine ganz prominente Köchin, die immer propagiert hat, wer Milch trinkt und bloß nicht und Dings. Also die Sojamilch ja auch nicht trinken, dann gibt es Mandelmilch und Reismilch. Ich bin letztes Mal im DM gestanden und habe mir gedacht, was darf man denn eigentlich alles als Milch bezeichnen? Und da gibt es einen großen Glaubenskrieg zwischen denen bloß keine Milch trinken und denen bloß nichts anderes trinken. Wie sehen Sie das? Also da muss ich jetzt einmal gleich sagen, also diese ganzen Ersatzprodukte statt Milch, die dürfen auch nicht mehr als Milch bezeichnet werden. Also wie zum Beispiel Hafermilch ist heute der Hafertrink. Also das ist jetzt also auch so festgelegt rechtlich, also das dürfte man nicht mehr also sagen. Wir wissen, dass es einen, gerade in der Ernährungsmedizin sehen wir das ja tagtäglich, dass der Trend sehr stark, besonders bei der vegetarischen Kost, bei der veganen Kost, sehr stark auf diese Ersatzprodukte hingeht. Weil viele einfach glauben, sie vertragen die Milch nicht. Und es wird immer die Unverträglichkeit und die Allergie wird sowieso immer verwechselt. Also Unverträglichkeit von Milch ist die Laktoseintoleranz. Da vertrage ich einfach diesen Milchzucker nicht, meistens im Alter nicht mehr. Und ich kann diesen Milchzucker einfach nicht mehr, ich habe zu wenig von dem Ferment Laktase, dass ich den spalten kann und dass der somit also über den Darm aufgenommen wird. Die Allergien kommen eigentlich, die Kuhmilchallergie kommt ganz selten vor. Also, und das ist eigentlich ein Problem bei den Kindern, weil der Kinderdarm, also der kindliche Darm einfach noch nicht so ausgeprägt ist, dass er diese Eiweißmoleküle also gut und aufnehmen kann. Und das ist aber so, dass sich das also im Laufe der ersten Jahre eigentlich so entwickelt, dass die also dann keine Allergie mehr haben, sondern der Darm das also dann also gut vertragen kann. Bei den Milchersatzprodukten muss man nur immer aufpassen. Erstens einmal, sie haben nicht so viel Eiweiß. Also es ist nicht die Eiweißquelle. Also teilweise haben die, wenn man jetzt die Milch anschaut, hat also 3,5% ungefähr also Eiweiß. Und wenn man jetzt zum Beispiel also diese Ersatzprodukte anschaut, dann kommt man oftmals nicht einmal auf 1 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm. Oder 100 Milliliter. Das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist, wenn ich mir die Eiweißstruktur anschaue bei diesen Produkten, dann ist sie leider auch nicht so gegeben wie bei der Milch, weil das Eiweiß von der Milch besteht ja aus verschiedenen Aminosäuren und Milch hat ungefähr eine biologische Wertigkeit von knapp unter 90 und das heißt, hier sind diese unentbehrlichen Aminosäuren sehr, sehr gut enthalten und die biologische Wertigkeit sagt mir immer aus, wie viel kann von diesem Eiweiß in körpereigenes Eiweiß wieder umgebaut werden. Also weil ein wichtiger Lieferant für die Milch. Ein wichtiger Baustoff für unseren Körper. Die Ersatzprodukte lassen wir außen vor. Die haben das einfach jetzt nicht. Jetzt muss ich da mal den Mann zu meiner Linken. Bitte, Herr Börle. Einen Satz dazu.
Die multinationalen Konzerne versuchen jetzt in der EU einen Einwand zu bringen, dass man sehr wohl die Ersatzprodukte eben Milchprodukte nennen darf. Also lieber Herr Präsident, du hast eine Aufgabe. Da sind wir also ganz strikt natürlich dran, dass das ja nicht passiert, weil die Kraft der Multinationalen, die kennen wir und da wissen wir, wo die Reise dann hingeht. Also das wäre für die Branche natürlich schrecklich, wenn der Käse aus solchen Produkten oder Joghurt oder was immer eben so hergestellt werden könnte und könnte dann so genannt werden. Ist ja eigentlich, wenn ich das so ganz frech sagen darf, auch Betrug am Kunden. Hätte ich jetzt einmal einfach einmal so wertfrei in den Raum gestellt. Lieber Präsident, Landwirtschaft ist ja sehr viel mehr als rein jetzt nur Produktion. Es sitzt der Walter Hörbiger von der Hogas, da sitzt er im Publikum. Den Walter Hörbiger habe ich vor 2 Jahren oder 3 Jahren oder die ganze Hogast vor 3 Jahren ziemlich geärgert mit meinem Vorschlag, wir brauchen eine Direktvermarkterschiene für die Bauern innerhalb der Hogast. Sie hätten mich am liebsten ausgeschlossen vom Zukunftsforum und haben sie doch, die Kugler hat einen Boscher. Der Walter Hörbiger war der Arme, der dann das Projekt umgebunden bekommen hat. Und man hat zuerst gedacht, naja, wenn wir da 25 Bauern kriegen, ist das viel. Wo stehen wir im Moment, lieber Walter? Und ich freue mich wahnsinnig drüber, dass aus diesem Projekt wirklich was geworden ist. Und du warst ja da auch in das Ganze mit eingebunden. Diese Kombination Landwirtschaft-Tourismus, was nimmt das mittlerweile für einen Stellenwert ein, auch für euch als Präsidium in der Landwirtschaftskammer? Wie wichtig ist das mittlerweile? Ganz wichtig und oberste Priorität, weil wer durch dieses Land fährt, die Schönheit des Landes bewundert und genießt, muss sich einem bewusst sein, das ist das Ergebnis jahrhundertelanger Bewirtschaftung durch bäuerliche Familienbetriebe. Und diese Kulturlandschaft, die genießen wir und die kann der Tourismus wundervoll mitvermarkten, weil viele Leute bei uns Urlaub machen wollen, da wo wir unsere Arbeit machen. Wie wichtig ist es, und du hast es gesagt mit Walter Hörbiger, regionale Produkte zu verwenden, und vor 2 Jahren sind wir alle schief angeschaut worden, und was habt ihr jetzt im Kopf? Weil wenn man sich bewusst ist, wenn ich nach Italien auf den Urlaub fahre, bin ich nicht unbedingt scharf, dass ein Kaiserschmarrn ist. Du möchtest ja italienisches Tiramisu essen oder die originale italienische Pizza, das erwarte man da, und wenn ich in Salzburg bin, dann möchte ich Gerichte aus der Region essen. Und ich glaube, man hört es eh immer, Liebe geht durch den Magen, und auch im Urlaub verliebt man sich in ein Land, weil man das Essen dort schmeckt. Wir wissen es oft mal, du, so in Griechenland schmeckt es zwar wunderbar, und die Flaschen, was du mitnimmst, die schmeckt dann nachher nicht mehr. Aber das ist ja wurscht, aber trotzdem fahren wir alle gern nach Griechenland, und dort unten schmeckt das Essen. Und zu uns kommen auch die Leute deswegen gern her, weil wir eine besondere Kulinarik haben und eine besondere Qualität des Essens. Und wenn wir in Zukunft ein Land Salzburg mit diesem Gesicht, das was die Bäuerinnen und Bauern machen, auch in Zukunft so haben wollen, dann freut es mich, dass vom Tourismus auch immer mehr das Bekenntnis kommt und auch die Einsicht, wir brauchen die Betriebe, wir brauchen diese Betriebsstrukturen auch für die Zukunft, damit es auch so bleibt, weil man muss nur in Regionen fahren, da wo das nicht mehr so ist. Und wenn du über weite Gegenden fährst und du siehst kein Häusl, du siehst keine Struktur mehr und das Leben spielt sich nur in Städten ab, fragt man sich, warum sollte ich dorthin fahren und auf Urlaub machen? Ja, die Städte mit Wald. Der Trump war noch nicht so oft in Österreich, aber ist ja wurscht. Und mich freut es, und ich sehe da eine große Chance, und vielleicht können wir mit diesem Bewusstsein auch das eine oder andere ändern. Das wäre die Zukunftsvision, nämlich nicht nur Wertschätzung, sondern auch Wertschöpfung in den ländlichen Raum aufzubringen. Inzwischen sind wir schon so weit, dass auch die Arbeiterkammer mitgeht, weil die Arbeiterkammer auch sieht, wenn 1% mehr regionale Produktion gekauft wird, kriegen wir zusätzlich 150 Arbeitsplätze im Land Salzburg,
Und alleine diese Zahlen, die unterstreichen diese Initiative. Und ich bin froh, dass wir schon so weit sind. Lieber Frank, Wertschätzung ist ein im Moment sehr viel gebrauchtes Wort. Gibt es diese Wertschätzung gegenüber den Landwirten, gegenüber unseren Bauern, die ja einen wesentlichen Beitrag leisten? Man denke jetzt an den Almsommer, man denke an den Bauernherbst. Hat sich das verbessert? Ich glaube, Wertschätzung ist sehr differenziert zu sehen. Wenn das Schlagwort Bauernherbst kommt, ist die Landwirtschaft sicher der Träger dieser Marke und sämtlicher Veranstaltungen. Und in der Zeit ist man auch mit dem Traktor bei den Durchfahrten, bei den Dörfern ganz gern gesehen, sonst eher weniger. Wertschätzung, glaube ich, muss man differenziert sehen. Auf die einen Seite hin gibt es, glaube ich, eine große Gruppe, die sehr wohl weiß, was die Bauern machen, was wir in unserem Land haben, wie der Präsident gesagt hat, an dieser lang entstandenen und lang gepflegten Kulturlandschaft, wo es die Basis ist für unseren Tourismus, dass wir was zum Herzagen haben. Und auf die andere Seite ist da aber ein gewisses Bedürfnis, glaube ich, alles ein bisschen zu konservieren, und die Landwirtschaft hat da wenig Spielraum, sich zu entwickeln. Die Elisabeth hat gesagt, Anbindehaltung Laufstall ist also ein Thema, wo man das vielleicht sehr gut sieht. Wenn man heute einen Anbindestall betreibt, und das gibt es sehr viele im Land noch, weil die kleinen Bauern halt da vielleicht alle 50, 60 Jahre mal einen Stall bauen können, weil es sich nicht ausgeht und das halt die althergebrachte Form gewesen ist. Aber wenn der ordentlich betrieben ist, dann geht es die Viecher sehr gut, haben super Mensch-Tier-Beziehungen und dann kann man das nicht an einem Schlagwort festmachen. Und deswegen, glaube ich, muss man das als Ganzes sehen. Der heurige Sommer, glaube ich, ist ein bisschen eine Ausnahme. Jeder hat die Einsamkeit gesucht auf den Bergen. Jeder hat geschaut, dass er im Land bleibt. Jeder hat auf die Almhütten möglichst selbst erzeugte Produkte haben wollen. Ich glaube, das ist irgendwo vielleicht ein Glücksfall, dass man sich ein bisschen zurückbesinnt, was wir daheim alles Schönes haben. Und das müssen wir jedenfalls nutzen, um auch die Botschaften zu transportieren. Weil genau die schönen Landschaften, die schönen Almen, die gab es alle nicht, wenn nicht Betriebe oben waren, der was die Viecher aufgetan. Aber es ist nach wie vor die Kuh diejenige, die was die Flächen hauptsächlich frei hält durch einen Biss und durch einen Tritt. Und wenn die Kuh geht, kommt der Wald. Und der Wald kommt der Wolf, wollte jetzt unser Kadi sagen, gell? Also das kennen wir schon. Und dann sind wir in der Stadt. Aber da muss ich jetzt gleich einhaken. Robert, Versorgungssicherheit. In Zeiten wie diesen, wo wir auf einmal draufkommen, ups, wenn kein Flieger geht, dann gibt es gewisse Produkte nicht. Dieses Bewusstsein, was unsere Bauern eigentlich tagtäglich leisten, mit was sie uns versorgen, wie wichtig sollte man das jetzt, ich meine, wenn man was Gutes an Corona findet, dann vielleicht das, ja, weil einsam waren wir auf den Almen mittlerweile nicht mehr wirklich in dem Sommer, also was da los war, das war wirklich ein Hammer. Aber diese Versorgungssicherheit und diese Klarheit auch in den Produkten, die wir haben, ist das etwas, worauf wir jetzt noch mehr bauen müssen, was wir noch mehr hinaustragen müssen? Also ich glaube, da kann man sogar einen Schritt weiter gehen, weil in Wahrheit war die ganze Branche, und ich glaube, das wird der Gerhard Wöhler da bestätigen, ein Anker der Ruhe in der Krise. Weil egal, ob es die Mitarbeiter betroffen hat, da gibt es keine Kurzarbeit, da hätte man die Kühe auf Kurzarbeit schicken müssen, weil bei uns ist das halt ein kontinuierlicher Prozess. Das heißt, Krisensicherheit war da absolut gegeben und die Wertschätzung hat sich in der Zeit für diese Berufe ja auch erhöht. Da zählt nicht nur die Landwirtschaft dazu. Ein nicht so unintelligenter Kommentar hat einmal gelautet, die am schlechtesten bezahlten Berufe waren in der Krise die wichtigsten. Von der Pflegerin bis über das Krankenpersonal und was immer und auch die Landwirtschaft. Die haben das Rad am Laufen erhalten. Und einer der schönsten Momente in dieser Zeit war für mich, und das haben andere bestätigt, und es gibt sogar Leute, die haben das gepostet, sie haben das erste Mal im blauen Himmel gesehen. Das heißt,
es gibt ja Gegenden, da war der Flugverkehr Entfall göttliche Fügung. Ich würde das jetzt nicht positiv für die Krankheit hinstellen, aber die haben wirklich das erste Mal Sterne, das erste Mal einen blauen Himmel gesehen. Das war ja, wenn man was Positives sehen will. Und da ist dann schon ein bisschen die Besinnung der Gesellschaft notwendig, was ist denn wirklich wichtig. Aber wir sollten nicht so blauäugig sein, wenn die Krise vorbei ist, fallen viele wieder ins normale Muster. Wir müssen nur wissen, der Konsument hat das Gefühl schon notwendig, dass die Krisensicherheit im eigenen Land ist. Und das ist was, was unbedingt auch medial, und da haben wir mit dem Präsidenten ja einen guten Unterstützer in Salzburg und auch mit dem Landesrat, der ja gerade andere Themen abzuarbeiten hat in seiner Home-Quarantäne. Aber das ist was, was wirklich ganz, ganz wichtig ist. Die Landwirtschaft leistet hier einen Top-Beitrag zur Sicherheit, zur Versorgungssicherheit und dass das Leben weitergeht. Lieber Herr Wörle, wir haben jetzt gerade gehört, Versorgungssicherheit, sichere Arbeitsplätze. Sie als Traditionsbetrieb bauen ja jetzt weiter aus. Wie ist denn das mit der Vision für die Zukunft? Sie sind ein Generationenbetrieb. Ihre Produkte haben einen Namen. Was wünschen Sie sich, dass die Medien, die Presse, vielleicht auch die Kammer in Zukunft weiter transportiert, damit der Wert unserer Produkte erhalten bleibt? Ja, ich glaube, der wesentliche Punkt ist, haben wir nachhaltig aus der Krise, Konsument und wir, der Bauer, hat man daraus gelernt und ist das jetzt nachhaltig, hat man gemerkt, wie wichtig es ist, dass man den Landwirt hat, dass wir der Vorreiter sind, dass wir unsere Partner den Handel haben und der Konsument hat die vollen Regale. Weil man nimmt ja an, dass das eigentlich Standard sein muss, weil wenn ein Artikel einmal nicht ist, dann ist so der Himmel sofort ohne Sterne. Und ich glaube, daran müssen wir eigentlich arbeiten. Also wir müssen schauen, dass wir wirklich dem Konsumenten nahe bringen. Er soll wissen, wo kommt es her. Das ist einmal ein wesentlicher Punkt. Es sind viele Dinge, die aus irgendwo kommen, die, wenn man zum Fleisch jetzt schaut, also gerade dieser Vertrag mit Südamerika, der da also ansteht, da ist die Frage, brauchen wir das alles in der Form und können wir, haben einmal 30%, 35% für das Lebensmittel ausgegeben von unserem Budget. Ja. Jetzt sind wir herunter auf 10, 11. Es gibt natürlich, sage ich einmal, Menschen, die wirklich knapp sind mit der Kasse. Aber ich glaube schon, dass der Konsument es schätzt, was unser Bauer draußen macht, auch wir als Verarbeiter, dass wir also da entsprechend dahinter sind, diese hohe Qualität des Rohstoffes in der Verarbeitung zu Produkten zu machen, die wirklich gesund sind, die einen Nährwert haben und die halt hier und da leider verschleudert werden, weil die Milch eben ein Lockartikel sein wird und auch bleiben wird in der Zukunft. Und wenn man dann gerade gestern wieder 49 Cent für Haarmilch im Regal hat, ja, oder diese ganzen Aktionsgeschichten da mit 1 und 1 gratis, das bringt natürlich nicht Milchpreis. Das ist ganz logisch. Und ich glaube, ich weiß es nicht, ob der Konsument eben der ist, der das unbedingt also auch verlangt, aber ich glaube, die Welt funktioniert leider so im Moment. Also wir haben im Hefterhof ein Prinzip, das heißt, wissen, wo es herkommt, denn Herkunft hat Zukunft. Ich glaube, wenn wir alle in diese Richtung weiterarbeiten, dann haben wir schon viel erreicht. Lieber Präsident, hast du kurz und knapp die Zahlen im Kopf, wie viel unseres Bedarfs an Milch und Milchprodukten können wir im Land selbst decken? Bei Trinkmilch haben wir eine Selbstversorgung von 170%, bei Käse versorgen wir uns mehr oder weniger mit knapp 100%, also da sind wir genau auf der Ebene. Wo wir etwas mehr machen könnten, wäre Butter, dort haben wir ca. 70%, aber man muss eins dazu sagen, wir haben einen der hochwertigsten Rohstoffe, den es überhaupt auf der Welt gibt, und wir haben eine Kultur der Verarbeitung, die was sich in Jahrhunderten gebildet hat, die was wahnsinnige Produkte daraus macht, die auch nicht nur in Österreich gefragt sind, sondern Gott sei Dank auch im Ausland. Und das ist das,
warum sich manches so entwickelt hat, warum Käse so stark im Vordergrund steht und in einer Qualität vorhanden ist, wie man sie sonst in ganz wenigen Ländern Europas oder auf der Welt überhaupt noch finden kann. Lieber Christian, Kommunikationswissenschaftler, jetzt habe ich eine ganz schlaue Frage, wo sicher jeder da auf der Bühne ganz groß die Ohren spitzt. Was muss sich denn in der Kommunikation ändern, damit das Image der Milch und auch der Landwirte wieder steigt? Und wenn ich bitten darf, kurz. Okay, kurz könnte ich sagen, kaufen Sie mein Buch. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, Ethik für die Landwirtschaft. Da versuche ich, die ganzen Diskussionen, die wir heute geführt haben, zusammenfassen. Nicht zuletzt für Bauern, und ein Kapitel geht es nur um Kommunikation. Und da stelle ich 10 Thesen vor und ich pick mal eine raus. Ich würde sagen, wenn wir heute die Leute fragen, was denkst du über die Landwirtschaft, dann ist das Image manchmal nicht so großartig. Wenn wir die Leute fragen, was kennst du eigentlich einen Bauern persönlich und was hältst du von dem, dann ist das Image meistens wirklich, wirklich gut. Und das muss man, glaube ich, nutzen. Kommunikation zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft, das ist keine Aufgabe nur von der Kammer oder vom Verband, vom Bauernbund, sondern das, was du machst. Wenn da eine Person den Stall sich anschaut und der Meinung ist, das ist einmal eine Bayerin, den Kühen geht's gut, dann ist was für das Image getan. Also wo es um Werte geht, geht es um Zwischenmenschlichkeit. Da bringen keine Radio-Werbespots, meiner Meinung nach, so viel. Kurz genug? Das war perfekt. Elisabeth, das persönliche Kennen, das lebt ihr ja im Großorlertal ja schon sehr gut vor. Da gibt es eine perfekt funktionierende Kooperation mit den Hotels, mit den Gastronomen. Wer sind denn da eure wichtigsten Ansprechpartner? Weil ich weiß es von unserem Haus, der Chef ist es nicht. Ich muss sagen, wenn du den Küchenchef auf deiner Seite hast, dann bist du perfekt unterwegs. Die Erfahrung haben wir hier auch gemacht. Wir haben ja die Marianne Winkler da, unsere Käsesommelier von der Salzburg Milch. Es sind immer die Menschen, die mit den Produkten umgehen, die wichtig sind, damit es ins Laufen kommt. Ganz wichtig ist es, dass der Küchenchef dafür ist, bäuerliche Produkte aufs Buffet zu bringen, denn der macht ja den Geschmack. Wir liefern ja nur die Rohprodukte. Und die verarbeiteten Produkte, die fertigen, die werden ja fürs Hotel zu teuer. Und wenn der die Rohprodukte gut aufs Buffet bringt, frisch aufs Buffet, zum Beispiel wenn der Butter, wenn ich um 7 mache und der ist um 8 schon auf dem Buffet, etwas Besseres gibt es ja gar nicht. Das liegt aber immer am Küchenchef und am Personal, am Küchenpersonal. Und wenn das was drauf hält, und da muss man auch viel reden und mit denen muss man viel in Kontakt sein, dann funktioniert das, dann kommen auch neue Ideen. Kannst du mal das probieren, ich hätte gern das ausprobiert, bringst mir bitte das, ich hätte gern das gemacht. Und da muss man dann auch sofort als Bauer reagieren, da darf man nicht zögern und sagen, ja, weiß ich nicht, muss ich erst schauen, dann sage ich, ja, wir probieren es. Und dann kann er sagen, ja oder nein. Das heißt, Tradition ist das eine, Innovation und der Wille zur Entwicklung ist das andere. Ganz wichtig, wir kriegen jetzt eine Riege junger Küchenchef, die sind irrsinnig innovativ und ich habe eine Riesenfreude damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das funktioniert bei uns in Großallertal derzeit echt super und da kann ich nur die Hotelier gratulieren und die Küchenchefs und ins Landwirte natürlich auch, wenn die Zusammenarbeit funktioniert. Mit den Jungen mehr Freude wie mit den Alten. Ja? Also ich muss dazu dann immer sagen, ich darf ja unseren Sebastian nicht zu auslassen, weil dem eilt ja der Ruf voraus, der hübscheste Küchenchef in Salzburg zu sein. Aber genau das trifft es ja. Ja, also diese Kooperation, dieser Innovationswille, das ist eigentlich das, was das wirklich Wichtige ist. Darum liefert bei uns die Tochter, Entschuldigung. Und weil du jetzt diese Produkte erwähnt hast, es gibt ja jetzt dann gleich ein sehr, sehr gutes Flying-Menü. Das heißt, bitte sitzen bleiben, das Essen kommt zu Ihnen. Wir wollen ja Corona-konform handeln. Aber bevor es jetzt etwas zu essen gibt, bevor es was zum Essen gibt, braucht man immer ein Rezept. Und da gibt es was ganz was Tolles. Unter dem Hashtag Ich bin regional. Noch so etwas, was in Corona-Zeiten entstanden ist, wo ich sage, ich finde es einfach klasse. Was ist da passiert? Von Mitte März bis Mitte Mai circa wurden da Rezepte und Tipps und Informationen gesammelt. Die
Maria Benedikt hat damit gearbeitet an diesem Buch. Es geht nämlich darum, die heimische Landwirtschaft stärkt den Lebensraum am Land und vor allem auch die Wertschöpfung. Und es ist schon ein bisschen so, der Landwirt ist ja nicht nur verantwortlich für seine Viecher, er ist ja auch verantwortlich für den Boden, für das Wasser, für das Erscheinungsbild in der Landschaft. Unser Tourismus, ganz, ganz wichtig, wir steigen dem Leo Bauernberger da immer ganz kräftig zu, wie dass er ja nicht unsere Landwirt vergisst in seiner Umgebung. Also da drinnen sind geheime Rezepte. Und wer so wie ich am Land aufgewachsen ist, also am Land, ich bin in Werfen aufgewachsen, der weiß, wie wertvoll die handgeschriebenen Rezepte von der Oma und von der Uroma sind. Das sind Dinge, die sonst verloren gehen. Es gibt heute diese Bücher hier hinten. Die Hanna kann sich dann um die Ausgabe bemühen. Einen Teil dieser Rezepte gibt es heute im Laufe des Menüs. Es gäbe ja wahnsinnig viel, was wir noch diskutieren sollten, könnten. Vielleicht machen wir diese Milchgala zu einem fixen Bestandteil der Woche der Landwirtschaft. Ich denke immer an meinen Namensvettern, der immer gesagt hat, Sperrstunde 22 Uhr, wir wollen ja noch Zeit haben zum Essen. Aber so ganz weglassen, ohne irgendeine Betätigung, kann ich euch ja nicht. Irgendwo gibt es da jetzt was, ja. Wenn wir schon so viel von der Produktion reden, gell? Dann gibt es da jetzt was, da darf sich jetzt jeder, sowas nehmen. Und was wir dann damit machen, sage ich euch gleich. Nachdem der Herr Präsident gemahnt hat, Butter schaffen wir noch nicht so ganz, werden wir jetzt unsere eigene Butter machen. So, und ich würde sagen, wer als erstes das Kugel drinnen hat, zahlt eine Runde. Auf die Plätze, fertig, schütteln. Also ich kann euch sagen, ich baue das immer in die Mini-Olympiaden ein, wenn wir Schulklassen bei uns da haben, was ja hier und da mal vorkommt, und die ja dann oft keine Ahnung haben von irgendwas. Und das Butterschütteln ist dann immer der großartige Abschluss. Und die fangen dann immer an, mein Handgelenk, sage ich, das ist die Technik. Also bei wem es als erstes so eine Kugel gibt, das hört man dann auch, gell? Da hört man schon was, Herr Präsident. Na, da muss noch Schmackes her. Schütteln her, ich kugel her, ich noch keins. Also, ja, wir haben einen Sieger. Ihr dürft es auch essen. Ganz ohne Sponsoren gehen solche Abende natürlich nicht. Und eine ganz wichtige Frau ist heute hier auch mit dabei. Das ist die Waltraud Rathgeb, sie ist die Landesdirektorin der Unica. Die Unica unterstützt die Woche der Landwirtschaft ja immer sehr brav. Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich, weil wir glauben, es ist einfach wichtig, dass man mit solchen Themen rausgeht, dass man solche Themen auch dem Konsumenten vermittelt. Frau Rathgeb, herzlichen Dank für das. Dann haben wir noch ja, unser Flying-Menü. Da hat die Marianne Winkler und die Salzburg-Milch dankenswerterweise sich sehr stark beteiligt. Vielen herzlichen Dank auch an euch. Und die Pinzgau-Milch hat dann gemeint, aber wir wollen auch. Und jetzt habe ich gesagt, naja, aber unser Menü ist ja eigentlich fertig, hat die Pinzgau-Milch gemeint. Na, dann nehmen wir halt ein paar gute Sachen mit. Die sind dann da draußen, da kann sich dann jeder Joghurt oder Buttermilch oder sowas mitnehmen. So für die Mitternachtsjausen, wenn es jetzt noch nicht genug zum Essen gibt.
Hanna, wir haben da aber noch was, weil kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Liebe Hanna, das musst jetzt du erklären. Warte, leider mein Ding. Du darfst da. Also das sind jetzt kleine Milchkannen, die wir jetzt aber nicht mit Milchprodukten gefüllt haben, weil wir gesagt haben, unsere Referenten haben eh von dem allem genug, sondern wir haben es mit anderen Salzburgland-Herkunftszertifikat-Produkten gefüllt. Und jeder kriegt jetzt eine kleine Milchkanne mit einem persönlichen Dankeschön. Und dieses Herkunftszertifikat, kannst du schon, ist auch etwas, auf das wir wirklich stolz sind, denn auch bei uns auf der Speisekarte sind Produkte mit diesem Herkunftszertifikat zertifiziert. Warum ist uns das auch so eine Herzensangelegenheit? Weil Etikettenschwindel halt leider noch immer öfters betrieben wird und mit diesem Siegel können wir sicher sein, da wo Salzburg draufsteht, ist auch Salzburg drin. Bitteschön. Und Hanna, bleib gleich da. Herr Präsident, jetzt musst du aufstehen. Weil eine Sache ist mir auch noch ganz, ganz wichtig. Wir können da oben stehen und diskutieren und schöne Bilder nach draußen schicken. Es braucht aber immer die Menschen im Hintergrund, die das organisieren. Und bei der Woche der Landwirtschaft gibt es da eine, die da steht, die viel, viel macht, die nicht einmal meckert, wenn sie um 5 in der Früh von mir eine E-Mail kriegt, weil mir wieder irgendein Blödsinn eingefallen ist, von der ich immer sofort da die Sachen kriege, die auch vom Summen und Brummen und das Brot und die ganze Woche der Landwirtschaft wirklich perfektestens organisiert hat. Herr Präsident, neben dir den Elefanten lassen wir bitte da, der gehört nämlich der Tochter von unserer Frühstückskönnerin, die war sonst Ding. Aber das wäre unser Dankeschön an die Hanna für die Organisation der Woche der Landwirtschaft. Das ist egal. Gut. Liebe Damen und Herren, jetzt wird es dann lecker. Sobald jetzt das Serviceteam bereit ist, wird es was Gutes zum Essen geben. Ich hoffe es. Wenn es gut war, sagen Sie es uns bitte und schreiben Sie es überall. Wenn nicht, erzählen Sie es nur mir. Und ansonsten von Herzen Dankeschön fürs Zeitnehmen. Ich weiß, dass daheim Kirschstängern, die eigentlich kein Verständnis dafür haben, wenn der Landwirt, der Bauer, dann irgendwo auf der Bühne steht, weil die sagen sie, wir wollen uns wohlfühlen. Ihr wart trotzdem alle da. Ein großes Dankeschön an euch, ein großes Dankeschön an Sie alle. Und ich hoffe, wir finden eine Fortsetzung dieses Formats. Einen schönen Abend noch. Ich würde euch jetzt bitten, noch für ein Gruppenfoto da zu bleiben, damit der Herr Dürnberger noch ein Gruppenfoto machen kann. So. Wir kennen soweit, also ich bin getestet und